Okay, ich verliere. Nidhalf schützt mich! Schlagt sie zurück! Units? Oh, hab sogar einen von denen verloren. Ja, das Gute ist, es kommen nicht mehr Gegner. Das heißt, sie werden auch nicht weiter vordringen. Also. Jetzt nicht sagen sollen, es kommen mehr Gegner. Es kommen ja immer wieder vom Portal neue. Habe ich ganz vergessen. Stimmt, solange die Sergeants leben, kommen immer wieder neue Gegner. Die Rune ruft. Unverzüglich. So, jetzt noch einen. Ja, ja. Ey, wir haben ein Wasserloch hier. Meine Axt wartet schon. Ja, die werden jetzt aufgefüllt und dann dürfte halt bald wieder hier ein Angriff kommen. Bereit. Und los. Mir nach. Vorwärts. So, ich kann den Titanen rufen. Habe ich eigentlich jetzt das... Nein, das habe ich noch nicht. Das nehme ich als nächstes, das Upgrade. Wobei erstmal auf 40 Verteidiger hochgehen. Das Upgrade, was macht das? Er hält die Fähigkeit des Umschlags, der alle Feinde um ihn herum trifft. Ja, das ist nützlicher als andere Upgrades. Genauso wie dieses Upgrade. Stärkere Waffen und hohe Resistenz. Aber nee, ich versuche es dieses Mal mit einer... guten Mischung aus Verteidigern und Kriegern. Sie sind überall! Du schreckst mich nicht! Haltet durch, Männer! Bei Krieger sind die Preis-Leistung sehr solide Nahkämpfer, finde ich. Schlagt sie zurück! Während Verteidiger übertrieben starke Fernkämpfer sind. Nochmal 5 Verteidiger.
Dann das Upgrade und dann machen wir mal Krieger. Eine Einheit wurde aufgewertet. Eine Einheit wurde aufgewertet. Wer ruft aus dem Willen? Machen wir es folgendermaßen. Zu allem entschlossen. Ja, zur Seite. Zur Seite. Nur zu. So, jetzt können wir Krieger rufen. Krieger und Verteidiger geben sich halt in den Kosten fast nichts. Ich habe aber trotzdem lieber ein bisschen was. Kampfbereit! An Abwechslung. Geht es los? Ja, zur Seite! Stampf, Stampf. Nidhalf, Titan. Ich würde sagen 30 Krieger und dann haben wir eine schöne Armee. Also dann haben die Imperialen auf jeden Fall uns nichts mehr entgegenzusetzen. Dem geballten Zorn bärtiger Überlegenheit. Habe ich übrigens schon mal gesagt, wie sehr ich Zwerge mag. So, da wir eh viel zu viel Nahrung haben, kann ich auch die Ziegen einfach mal, die Steinböcke einfach mal ersetzen. Die Steinwidder. Meine Axt wartet schon. Geht es los? Christian hätte gerne was für Stats Steinwidder haben, aber ich denke mal, sie sind entweder so gut wie Milizen oder sogar wie Wachmänner. Und ja, vielleicht tue ich als letztes noch ein paar, auch wenn es nichts, nicht, meiner Meinung nach immer noch nicht viel bringt, ein paar Kriegspriester noch raushauen. Also die letzten 10. Dann als Kriegspriester. Hauptsache, wir haben eine starke Armee. Wir reden von Zwergen. Da haben wir natürlich eine starke Armee. Die einzige Armee, die noch etwas stärker ist, sind Trolle. Das sind keine Krieger, das sind Verteidiger. Nidhalf wünscht mich! Haltet durch, Männer! Nidhalf wird mich rächen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Nidhalf wird mich rächen! Nidhalf, gib mir Kraft!
So, nächste Stufe noch das Charisma erhöhen. Oh ja, während wir auf die letzten Units dann warten, können wir mal rumrechnen. Ich habe jetzt noch 14. Zwei gehen da rein, sind 12 Punkte. So, wenn ich die alle hier reinstecken würde, dann wäre alles auf 18. Ja, und 18 wäre gut. Wegen dem da. Wenn ich hier nur 10 reinstecken würde, also schwere Rüstungen auf 16, würde das was bringen? 17 würde auf jeden Fall was bringen. Mhm. 16 wohl eher nicht. Also wenn ich nur hier in schwere Kriegskunst große Klingenwaffen und Schilde reinpacken würde, weil Schilde auf 16 hätte ich gerne, auf 18, auf 16 sowieso wegen dem Schild der Könige, aber auf 18 wahrscheinlich eher. Ja, auf jeden Fall wegen dem Schwert hätte ich schon allein gerne 18. Für große Klingenwaffen. Schild da auch auf 18. Wenn ich da also nur 9 von den 12 Punkten, die mir noch bleiben würden, reinstecken würde, würden 3 bleiben. Das heißt, ich könnte das auf 13. Ja, es ist halt doof, dass ich die 4 Punkte Natur reingesteckt habe, die ich nie gebraucht habe. Dann hätte ich nämlich 4 Punkte hier mehr. Also 2 ganze Level. Okay, ich mach's folgendermaßen. Alles auf 16. Und dann nur noch die 3 auf 18. Das heißt, ich brauche hier 10 Punkte von den 14, die ich noch habe. Und hier kann ich 4 Punkte reinstecken und es auf 13 bringen. Dann kann ich wenigstens das hier benutzen. Ja. 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 Machen wir es so. Wie sieht's aus? Ich habe jetzt so lange hier rum geplant. Hier bin ich. Vorwärts, Zwerge! Meine Axt wartet schon. Ja, sofort. Ich habe jetzt so lange hier rumgeplant. Und los! Niethals auf mich rächen! Schlag sie zurück! So, die Karteikrieger, die halte ich einfach mal zurück als Wachen. Niethals auf mich rächen! Sie sind überall! Auf meinem Befehl. Schnell! Da greifen wir gleich mal den Sergeant hier an. Das ist wenigstens der weg.
Also ja, machen wir es so. Dann kriege ich wenigstens alles hier auf 18. Bis auf die schwere Rüstung, die ich nicht brauche. Die kriege ich halt auf 16, dass ich den einen Punkt wenigstens vergebe. So, was hat sich getan? Kinder des Windes. Ach ja, verteidigt die Stadt gegen die kaiserlichen Truppen.